Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film in meiner Serie über den DJI Osmo Kamera Gimbal. In den letzten Tagen des abgelaufenen Jahres 2015, da gab es noch ein wichtiges Firmware-Update für den Osmo, ein großer Versionssprung. Und das ist natürlich für mich die Gelegenheit, euch einmal zu zeigen, wie hier am Osmo ein Firmware-Update durchgeführt werden kann. Das allererste, was man dabei immer macht, ist zunächst einmal den Akku aufladen. Da bin ich gerade dabei. Und dann geht's an den PC, denn dort müssen wir uns die Firmware zunächst einmal herunterladen. Zunächst einmal müssen wir uns natürlich die Firmware herunterladen und das geschieht auf der Webseite von DJI, DJI.com. Wenn ihr auf der Webseite seid, einmal oben in das Menü mit der Maus darüber gehen auf den Punkt Osmo, dann klappt darunter hier ein zweites Menü auf. Dort gehen wir dann wieder mit der Maus auf diesen Punkt Osmo an der Seite und dann hier rüber auf den Punkt Downloads. Dann einmal klicken und dann springen wir direkt in den Download-Bereich des Osmo rein. Wer will, der kann auch zuerst auf die Osmo-Webseite gehen und dann hier im unteren Bereich auf Downloads klicken. Dann kommt er ebenfalls hierhin. Ja, und hier seht ihr schon den Punkt Firmware. Hier haben wir also die unterschiedlichen Firmware-Versionen. Die 1.2.1.6 vom 11.11. und hier ganz aktuell vom 27.12. die 1.4.1.80. Die müssen wir jetzt einmal herunterladen. Die steckt hier in einer ZIP-Datei. Also einmal hier draufklicken, dann wird die heruntergeladen auf euren Rechner ins Download-Verzeichnis des Browsers. Wer möchte, der kann dann auch noch einmal hier unten schauen, How to Update Firmware. Dort gibt es eine Anleitung, einmal als ZIP und einmal direkt als PDF. Kann man ebenfalls draufklicken, dann wird die hier heruntergeladen und ihr bekommt die im Browser angezeigt. Da könnt ihr nochmal nachlesen, wie das Update funktioniert, allerdings nur in englischer Sprache. Ja, und wer wissen möchte, was sich alles geändert hat mit einem Update, der findet hier etwas weiter unten im Bereich Documents und Manuals die Release Notes, die Osmo Release Notes. Und wenn wir da einmal auf PDF klicken, dann stehen hier alle Firmware Releases mit den entsprechenden Änderungen, die da gemacht wurden oder in dieser Version dann gekommen sind. Und da könnt ihr nochmal in Ruhe nachlesen, was sich jetzt alles verändert hat. Und ihr seht schon mit der 1.4.1.8, da hat sich hier eine ganze Menge getan. Und da schaut ihr besser selber nochmal nach. Das jetzt hier im Einzelnen zu erörtern, würde den Rahmen des Films sprengen. Wenn die ZIP-Datei dann heruntergeladen wurde, dann öffnen wir die einmal mit einem Doppelklick. Und darin enthalten ist hier eine Datei mit der Endung .bin. Das ist die eigentliche Firmware. Und um die jetzt auf den Osmo zu bekommen, schließen wir jetzt hier ein Kartenlesegerät mit einer MicroSD-Karte an. Und in das Hauptverzeichnis dieser MicroSD-Karte kopieren wir jetzt diese .bin-Datei. Ganz wichtig, nicht die ZIP-Datei, sondern aus der ZIP-Datei die .bin-Datei in das Hauptverzeichnis der MicroSD-Karte kopieren. Und diese MicroSD-Karte, die nehmen wir danach mit zum Osmo, denn dort geht es jetzt weiter. Bevor wir jetzt am Osmo die SD-Karte einlegen und mit dem Update loslegen, müssen wir noch zwei Dinge beachten. Als erstes muss natürlich, und darauf hatte ich ja schon am Anfang hingewiesen, der Akku einigermaßen vollgeladen sein. 50% muss der mindestens haben, besser mehr, denn das Update, das kann eine ganze Weile dauern, manchmal bis zu 20 Minuten. Und da darf natürlich nicht mittendrin dann der Saft ausgehen, das wäre fatal. Die zweite Sache, die es zu beachten gilt, ist die Motoren. Die müssen gelockt sein, das heißt, wir lassen alles so, wie wir das hier im Transportzustand auch haben. Wir lassen diesen verschlossen, die Motoren, und machen die auf keinen Fall lose, denn dann würde sich der Gimbal bewegen und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Wir lassen alles gelockt und legen den einfach gleich so hier auf den Tisch während des Update-Prozesses. Ja, grundsätzlich gibt es zwei Methoden, das Update zu machen. Es gibt einmal die Methode über die App, das kann man auch.
Da muss natürlich entsprechend Platz auf der SD-Karte sein, denn dann wird das Update aus dem Internet gezogen und per WLAN-Verbindung hier auf die Speicherkarte des Osmos geschrieben. Das haben wir jetzt schon vorab gemacht, ist meines Erachtens ein bisschen die elegantere und schnellere Lösung, aber wer will, der kann es natürlich auch alles über die App machen. Ja, dann wird im nächsten Schritt dann hier die SD-Karte eingelegt und dann der Osmo eingeschaltet. So, Karte rein, Motoren gelockt und dann können wir hier den Osmo einmal einschalten. Und jetzt erkennt der Gimbal, dass hier eine neue Firmware drauf ist, der prüft das und nach einiger Zeit beginnt dann der Update-Prozess. Ihr seht das am rot-grünen Blinken hier dieser linken LED, der Kamera-LED. Wenn die rot-grün blinkt, dann wird das Update jetzt durchgeführt und jetzt heißt es einfach warten. Während des Wartens kann es sein, das hört ihr schon, dass hier der Lüfter angeht, dass mal Piepgeräusche erscheinen. Das sollte euch nicht weiter stören. Einfach abwarten, bis auf jeden Fall diese LED aufhört zu blinken. Wenn die dann am Ende grün leuchtet, hat alles wunderbar geklappt. Und wenn die rot leuchtet, dann gab es einen Fehler. Aber wir warten jetzt erstmal, wie lange das Update dauert und bis es zu Ende ist. Nach etwa 10 Minuten ist das Update dann durch und ihr seht das auch hier optisch an diesem grünen Dauerleuchten an der linken LED. Und ihr hört auch einen Ton, der euch zeigt, dass hier das Update sauber durchgelaufen ist. Wenn das nicht geklappt haben sollte, dann kommt ein anderer Ton, ein dauerndes Piepen, und diese LED, die linke LED, die leuchtet in dem Fall dann auch rot, wenn das nicht geklappt haben sollte. Ganz, ganz wichtig noch während des Updates, lasst euch nicht verwirren von der rechten LED. Die rechte LED, die blinkt auch zwischendurch während des Update-Prozesses mal rot und grün und leuchtet auch dauerhaft grün. Lasst euch davon, wie gesagt, nicht verwirren. Entscheidend für den Verlauf des Update-Prozesses ist allein diese linke LED und nur auf die müsst ihr achten. Wenn das Firmware-Update dann durch ist, machen wir den Osmo einmal komplett aus und starten den danach direkt wieder neu. Der fährt dann ganz normal hoch und der Update-Prozess, der sollte dann auch nicht erneut starten. Jetzt gibt es noch zwei Dinge, die wir machen müssen. Zum einen müssen wir den mal mit der App verbinden und in der App dann prüfen, ob tatsächlich auch die neueste Firmware installiert wurde. Und das zweite, was wir machen sollten, das ist nochmal eine kurze Kalibrierung. Wie das geht, zeige ich euch auch jetzt. So, ich habe hier den Osmo schon mal mit der DJI Go App verbunden. Wenn wir dann in der App sind, dann gehen wir zunächst mal hier in die Einstellungen rein, dort in den Bereich General, dann ganz nach unten scrollen zum Punkt About und dann Firmware Versions. Und hier seht ihr dann, dass wir tatsächlich die aktuelle Firmware, die 1.4.1.80, jetzt installiert haben. Das Update, das hat also geklappt. Ja, dann geht ihr wieder zurück, bis ihr hier in der Übersicht seid, der Einstellungen. Dann machen wir jetzt die Auto-Calibration. Dazu einmal in den Punkt Gimbal reingehen. Und dann habt ihr hier unten unter General einige Möglichkeiten, darunter den Punkt Gimbal Auto Calibration. Und dann geht ihr dort einfach mal auf Start. Dann kommt jetzt hier eine Meldung, dass der Gimbal auf jeden Fall auf einer geraden Fläche stehen muss, upright, also gerade stehen muss. Und dass man ihn mit der Hand festhalten sollte, damit er sich hier sauber kalibrieren kann. Außerdem muss er sich frei drehen können, also keine Hindernisse hier rechts oder links sein. Da all das ist gewährleistet, also drücken wir jetzt hier einfach mal auf OK. Da muss man ein bisschen warten. Der Osmo vollführt jetzt hier einige Drehungen und kalibriert sich so neu. Ihr solltet euch während dieser Zeit möglichst wenig bewegen, damit er sich hier sauber kalibrieren kann und dann einfach abwarten, bis er dann gleich fertig ist. Okay, das war's. Hier kommt noch eine Meldung zum Abschluss. Gimbal Calibration. Okay, und damit ist diese Autokalibrierung dann abgeschlossen
und auch das Firmware-Update. So viel also zum Firmware-Update 1.4.1.80 hier beim DJI Osmo Kamera Gimbal System. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen helfen, euch zeigen, worauf ihr bei einem Firmware-Update hier des Gimbals achten müsst. Und falls mein Film für euch hilfreich war, dann freue ich mich natürlich auch über einen netten Kommentar von euch hier unter dem Film. Gebt mir bitte auf jeden Fall eine positive Bewertung, empfehlt mich weiter. Und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert hier meinen YouTube-Kanal, damit ihr auch zukünftig keine Filme mehr verpasst. Wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet hier zum Osmo oder auch zu anderen Komponenten von DJI, dann schaut in jedem Fall noch in meinem Forum vorbei unter www.copterforum.de.